Quizfrage. Wie tötet eine Blondine einen Fisch? Sie schmeißt ihn natürlich ins Wasser. Auf dem Parkplatz bemerkt die Blondine, dass sie einen Mutztrombone in der Vorderseite drin hat. Schaut sie umeinander, was kann ich denn da jetzt machen und so. Kommt der Passant daher, schaut sie das an und sagt er, am besten stellen sie sich hinter zum Auspuff und dann blasen sie dort gescheit rein, solange bis die Beule wieder heraus ist. Dreht sie um und geht weiter und beckt sie halt schon volle Granaten an. Die Blondine denkt sich, na gut, das probiere ich aus. Kniet sich hinter das Auto und fängt an, dass da halt eine bloß den Auspuff. Kommt der zweite Blondine da hier und schaut, was machst denn du da? Nee, bloß ein Auspuff rein, damit die Beule bei der Vorderseite wieder rausgeht. Die Blondine fängt an zum Lachen. Hörst, solange die Fenster offen sind, wird das nicht funktionieren. Wie bricht man einer Blondine am besten die Nase? Man legt 50 Euro unter einen Glastisch. Warum nimmt der Blondine standardmäßig ein bisschen ein hartes Brot aufs Klo mit? Na, um die WC-Ente füttern zu können. Warum lassen sich Blondinen gerne auf Bergen beerdigen? Damit sie nach dem Tod auch noch bestiegen werden. Warum kleben sich Blondinen ein großes A über das Bett? Damit sie beim Sex nicht auf den Text vergessen. Eine Blondine kriegt Zwillinge und ist die ganze Zeit am Weinen. Fragt seine Schwester, was ist denn los? Die Blondine drauf, ich habe keine Ahnung, von wem der zweite ist. Eine Blondine wird vom Passanten angesprochen. Entschuldigung, ihr linker Brust hängt außer. Sie schaut kurz. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder das Baby im Bus vergessen. Warum essen Blondinen keine Bananen? Weil sie den Reißverschluss nicht finden können. Warum stellt eine Blondine eine leere Flasche auf den Couchtisch? Falls Besuch kommt und der keinen Durst hat. Was macht man, wenn eine Blondine eine Handgranate nach einem wirft? Sicherungsstift ziehen und zurückwerfen. Wie treibt man eine Blondine in den Wahnsinn? Man bringt sie in ein rundes Zimmer und sagt, in der Ecke liegt ein Hunderter. Blondine ruft beim Italiener an und sagt, eine Pizza Margherita bitte. Der Italiener, ja natürlich Madonna, kein Problem. Sollen wir sie in 6 oder in 8 Stücke schneiden? Die Blondine drauf, 6 Stücke bitte, 8 schaffe ich nicht. Zwei Blondinen unter der Dusche. Sagt der eine, gib's mir bitte das Shampoo. Die andere, du hast doch selber eins. Ja, das ist richtig, aber bei meinen steht drauf für trockene Haare und meine sind nass. Warum sind Blondinenwitze eigentlich immer so kurz? Sonst darf es die Männer nicht verstehen. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier bei der Endcut. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich echt darüber freuen, wenn ihr es liked, teilt oder kommentiert. Falls ihr noch mehr sehen wollt, über Abos freue ich mich auch immer. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!